Hallo, mein Name ist Sascha Paulus. Ich bin einer der beiden Leiter des Unternehmens Informatikprojekts hier an der Hochschule Mannheim im Wintersemester 17/18. Unsere Studis sind nach 2 Wochen Design Thinking Anwendung auf eine Challenge aus dem Security-Bereich nun kurz vor der Präsentation. Und ich möchte für Einleitungen und um dann auch die entsprechenden Paper-Prototypes gut verstehen zu können, kurz erläutern, wie der Point of View ist. Die Challenge war, einem Mittelständler, der Schwierigkeiten hat, eine Risikoanalyse zu machen, entsprechend auch zu helfen, speziell mit dem Fokus ein bisschen auf Industrie 4.0. Und hier ist die entsprechende Challenge. Wie können wir Karl dabei helfen, einen einfachen Einstieg in die Analyse von Bedrohungs- und Risikopotenzialen seiner verletzten Anlagen und Maschinen schnell und einfach zu ermöglichen? Karl soll somit motiviert sein, eine normgerechte und fortlaufende Risikobewertung durchzuführen, ohne dabei durch Wissenslücken behindert zu werden. Ich bin auf die Präsentationen gespannt. Hallo zusammen, also wir sind die Gruppe Hangman. Ich würde jetzt noch mal kurz auf die Persona eingehen, dass wir alle noch mal ein bisschen besser in das Geschehen reinkommen. Also das ist unser Karl, er ist Maschinenbauer aus Leidenschaft und seit Industrie 4.0 präsent ist, muss er sich natürlich auch mit dem muss er sich Gedanken machen über IT-Sicherheit und Risikomanagement. Wie wir vorgegangen sind, also wir haben die Design Thinking Methode, wo wir in der SAP letzte Woche gelernt haben, wieder angewendet. Und hier seht ihr mal unsere Ergebnisse von unserem Brainstorming. Nach dem Clustering hat sich für uns ergeben, dass wir verschiedene Kategorien haben. Einmal hier die Features, wo wir in unserem Tool haben wollen. Auf die gehen wir später in der Story ein bisschen weiter ein. Dann haben wir hier mal das Reporting, das Endergebnis, was der Kunde haben soll, wie das so grob aussehen soll, wie zum Beispiel ein Scoring-Verfahren oder ein Ampelsystem. Ja. Dann haben wir hier noch so grob die Voraussetzungen, wo uns gegeben wurden. Dann haben wir hier technische Aspekte, die wir mit einbringen wollen. Wir haben schon externe Quellen bzw. Tools, die schon vorhanden sind. Und natürlich hier ein großes Cluster Risiko- und Bedrohungsanalyse. Natürlich steht die innerbetriebliche Analyse bzw. Bestandaufnahme auch im Vordergrund. Also unsere visionäre Idee wäre das HEM. Das bedeutet Hangman Asset Mining. Also wir stellen uns davor, dass wir in der Industrie schon smarte Maschinen haben, in der alles protokolliert wird. Zum Beispiel, welche Waren über welche Maschinen fahren. Zum Beispiel, also als leichtes Beispiel würde ich jetzt mal sagen, in der Möbelindustrie, wir haben 5 Maschinen. Ein Schrank fährt über die Maschine 1, 2, 3. Die Kommode fährt über die Maschine 1 und 5. Und wenn man sich das dann halt in mehrere Dimensionen vorstellt, ergibt sich ein ganz klares Muster, welche Maschine denn wirklich benötigt wird. Und da sollte man dann den Fokus auf solche Dinge, also das ist jetzt nicht nur auf Maschine gedacht, sondern es kann auch ein bisschen breiter gedacht werden, was so dann wirklich wichtig ist. Das sollte sich dann damit rauskristallisieren. Zu diesem HEM haben wir dann noch ein Szenario erstellt, das dann so ein bisschen der Ablauf vereinfacht, witzig darstellen soll. Dann zu dem Szenario machen wir begleitend ein Rollenspiel. Da wird der Yves die Rolle des Karls übernehmen, der Janis wird die Rolle von unserem Vertreter übernehmen, der Kevin wird unser Tool, Loot heißt es, spielen oder darstellen und der Sefer wird, ist unser Postman, er wird begleiten zu dem Szenario, wird er verschiedene Ideen, die wir hier eingebracht haben, zu den einzelnen Szenen nochmal als Post-it hier anbringen,
Also quasi die Ideen ins Szenario mit einbauen. Dann machen wir weiter mit dem Rollenspiel. Assets, IT-Sicherheit, Risikobewertung, davon habe ich keine Ahnung. Ich bin Maschinenbauer. Ich glaube, ich brauche professionelle Hilfe. Hangman, ich brauche eure Hilfe. Hi. Schön, dass mir jetzt geholfen wird von Ihnen. Ja, Hangman, ja, Karl. Nicht wir von Hangman helfen dir, sondern unser neues Tool. Und damit kannst du auch alles ganz alleine machen, ohne dass ich wirklich was dazu tun muss. Loot leitet dich zuverlässig durch den Prozess. Falls es Fragen gibt, oder steht dir der Bot zur Verfügung. Er wird dir alle Fragen beantworten und dich durch den ganzen Prozess leiten. Hier stelle ich dir unseren Avatar-Bot mal vor. Hallo, ich bin das Tool. Ich habe folgende Funktion. Zuerst einmal werde ich dich über sicherheitsrelevante Themen aufklären. Dann erstellen wir gemeinsam eine Checkliste für Maßnahmen, die umgesetzt werden müssen, um IT-Sicherheit zu gewährleisten. Dann erstellen wir eine Risikobewertung und Sie haben einen Sicherheitskatalog als Nachschlagewerk. Zu guter Letzt werten wir Ihre Assets aus, welche geschützt werden müssen. Zuerst bestimmen wir nun Ihre Assets. Möchten Sie die branchenüblichen Assets übernehmen? Ja, natürlich. Du hast ebenso die Möglichkeit, unser Feature HEM zu nutzen. Es analysiert deine Abläufe und legt deine ganz individuellen Assets fest und das ganz automatisch. Und wie funktioniert das? Einfach die Produktionsdaten hochladen und der HEM-Algorithmus macht alles von alleine. Datensätze werden nun hochgeladen, Assets werden bestimmt und Ihre Assets werden ermittelt. Ich zeige, welche Assets für welche Art von Bedrohung anfällig sind, welche besonders wichtig sind und wie man diese schützen könnte. Wow, das war ja einfach. Siehst du, Karl, ist doch alles ganz einfach. Du kannst dir jetzt auch noch umfassende Datensätze anzeigen lassen, wo alles für dich einfach erklärt wird. Schau einfach mal rein und mach weiter. Ich muss jetzt leider schon weiter zum nächsten Kunde und würde dann gerne mein Produkt wieder mitnehmen. Tschüss, danke. Nicht schon wieder. Das war's. Ganz kurz noch, nur mal kurz zur Unterbrechung. Falls ihr jetzt eine Frage habt zu HEM oder generell zum branchenüblichen oder zu diesem ganzen Stickern hier, warum ihr die jetzt da drauf gemacht habt, könnt ihr jetzt gerne fragen. Vielleicht ist es nicht ganz einleuchtend für euch, weil ihr halt damit gearbeitet habt, aber ja, wie gesagt, fragt uns einfach. Fragen? Ja. Es wird vorausgesetzt, dass die Produktion nur aus 9 Maschinen besteht. Also wir haben unseren Scope jetzt eher vereinfacht. Wir haben jetzt gesagt, okay, wir legen es wie auf unserer Challenge auf Industrie 4.0. Es müssen nicht nur die Maschinen sein. Dieses HEM wird jetzt eher auf Maschinen bezogen, ist klar, weil wir Daten brauchen. Aber es sind noch menschliche Risiken da, die werden aber schon in einem Katalog zusammengestellt in der Datenbank und die werden wir dann einfach nur rüberkopiert, die werden schon standardmäßig dargestellt. Und jetzt durch das HEM wird noch die in der Maschine die Risiken, die anfallen oder auch die Assets, die dann da sind, noch dazu gemacht. Also noch sozusagen eine Personalisierung von dem Standard, von dem Standard-Tool. Also der Nutzer muss es nicht manuell einfügen. Genau. Die Anlage muss das unterstützen. Wir werden in der Schnitt protokollieren. Genau. Ja. Aber die Wette ist ja sowieso da. Jede Anlage protokolliert ja irgendwas. Wir versuchen jetzt eine Schnittstelle zu der Anlage zu hinzukriegen, dass wir uns da die Daten rausziehen und eine Datenbank darstellen und die dann auswerten. Das gibt es schon bei Data Mining normal. Wir wollen es jetzt nur versuchen, dass wir das noch für die Assets hinbekommen. Genau. Sonst noch irgendwelche Fragen? Noch Fragen? Alles Fragen. Okay, vielen Dank. Guten Tag. Guten Tag. Schulz, mein Name. Bitte schön. Gehen wir hier an den Tisch. Gerne. Haben Sie gut hergefunden? Ja, alles wunderbar. Wunderbar, sehr gut. So, auf meiner rechten Seite befindet sich Laura, die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens. So wie Laura streben viele kleine und mittelständige Unternehmen nach IT-Sicherheit. So, wie können wir Laura helfen, ihre Risiken aufzunehmen? Wie können wir fachfremdes Personal dabei helfen, sich mit dieser so wichtigen Frage auseinanderzusetzen? So, wir haben ja im Vorfeld telefoniert. Genau. Wunderbar. Sie möchten in Industrie 4.0 einsteigen.
Das heißt, vernetzte Anlagen. Sehr gut. Damit stehen Sie definitiv nicht alleine da. Das ist ein wichtiges Thema, Digitalisierung vor allem. Viele kleine und mittlere Unternehmen steigen in dieses Thema ein. Das ist natürlich ein sehr abstraktes Thema, viele Schwierigkeiten, da vor allem mittelständische Unternehmen sich weniger mit IT-Risiken befassen, weil ihnen das Know-how fehlt. Und wir haben zahlreiche Gedanken deswegen gemacht und ich habe Ihnen heute ein Tool mitgebracht. Okay. Das können wir uns sehr gerne angucken. Ich mache es mal kurz für Sie auf. So, es heißt CapRate. Sie sehen, es ist sehr einfach aufgebaut. Das ist genau unsere Intention. Es soll einfach sein, es soll intuitiv sein, dass vor allem Leute, die sich nicht damit befassen, es jederzeit verwenden können, ohne dass spezielles Wissen oder Know-how erforderlich ist. Auf der linken Seite sieht man schon, dieser ganz abstrakte Prozess ist gestückelt in einzelne Phasen, dass man Schritt für Schritt durchgeht, man wird an die Hand genommen. Das Tool lässt sie nicht alleine. Okay. Wir haben hier zum Beispiel oben Infoboxen mit zahlreichen Anregungen und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Okay. Also jetzt kann ich meine Assets jetzt irgendwie bestimmen. Genau. Also, okay. Genau. Sie können hier unter Bezeichnung. Also jetzt. Fällt Ihnen da zum Beispiel irgendwas ein? Zum Beispiel Daten. Schützenswerte Daten, genau, Produktionsdaten, die von Kundendaten. Dritten vielleicht eventuell auch gestohlen werden können. Genau. Genau. Was vielleicht ein greifbares Beispiel ist, wir bewegen uns ja in der Industrie, ich würde eine Produktionsanlage nehmen. Ja, genau. Ich trage es mal kurz rein. So. Mhm. Das erste Asset wurde angelegt. Sie sehen hier noch weitere Kategorien. Ah, die kann ich dann auch sozusagen bestimmen. Ganz genau. Ah, zum Beispiel weitere Attribute wie Kategorien. Internetanbindungen, hat meine Anlage Internetanschluss, welches Betriebssystem läuft darauf. Sie können auch weitere Attribute hinzufügen, was Ihnen spontan einfällt. Und wie auch hier haben wir Dropdown-Boxen. Das heißt, hier wird auch in der Ideensuche weitergeholfen. Oder zum Beispiel hier rechts weitere Anregungen auf diesem Info-Button. Bemerkungen, Tipps, weiterführende Links. Also wir haben uns darauf fokussiert, dass der Einstieg so einfach wie möglich ist. Vorschläge werden unten gemacht und die Hauptidee ist, dass die Kreativität angeregt wird, dass sie selber auf die Ideen kommen für ihre Assets. Und wie können wir Lauras Kreativität aktivieren? CapRate bietet Folgendes an. Wir haben immer passende Videos, die dabei unterstützen und aufklären während des ganzen Prozesses. Wir haben immer sehr viele Beispiele integriert, sowie individuell zugeschnittene Szenarien. Aber vor allem haben wir individuelle oder personalisierte Vorschläge. Anhand der Branche und der bereits angelegten Assets werden von dem Programm mögliche Assets vorgeschlagen, die zu Ihnen passen. So, wir haben jetzt, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, 15, 16 Assets angelegt mit individuellen Attributen. Okay. Und während man das Ganze macht, passiert schon mal im Hintergrund was. Sie sehen, wir haben das jetzt gemacht und währenddessen verändern sich permanent die Vorschläge hier unten. Das heißt, das Programm lernt mit Ihnen mit, es analysiert das, was Sie ausgesucht haben und gibt weitere Anregungen. Okay, darf ich? Ja, natürlich, bitteschön. Okay. Also das hat mir jetzt bis jetzt sehr weitergeholfen. Also, aber jetzt ist meine Frage, gibt es noch mehrere Möglichkeiten, noch mehr Assets zu bestimmen? Die Ihnen spontan jetzt nicht so genau, einfach. So genau, das haben wir uns auch überlegt. Es wäre doch am sinnvollsten, wenn man bei sich einfach durch die Produktionshallen geht, sich anguckt, was habe ich denn überhaupt und spontan auf die Gedanken kommt. Zum Beispiel, ich habe hier einen Etikettendrucker, der ist eigentlich mit Maschinen 1, 2 und 3 verbunden. Da könnte man da auch irgendwas Illegales drehen. Deshalb haben wir eine mobile App. Mobile App-Version von CapRate. Ich gebe das einfach mal kurz in die Hand. Dankeschön. Bitteschön. Sie sehen, das Design ist ähnlich, es ist einfach aufgebaut. Sie können manuell Einträge machen oder Sie benutzen die Sprachsteuerung. Ah, okay, kann ich auch. Ja, natürlich. Okay. Probieren Sie das aus. Produktionsmaschine anlegen. Eintrag: Produktionsmaschine wurde angelegt. Möchten Sie ein Attribut hinzufügen? Oh, sehr cool. Also, ich das bin echt begeistert. Wir sind stolz drauf. Cool. Also, wenn Sie vielleicht Zeit hätten, können wir auch kurz in die Produktion und dann ein Attribut anlegen. Ja, ich habe noch ein Minütchen Zeit. Oh, sehr cool. Gerne. Alles klar, geh mal. Alles klar. So, und wenn einmal die Assets erfasst sind, dann erfolgt die Risikobewertung und anschließend die Maßnahmenbestimmung. Der User hat dabei immer die Möglichkeit, die Vorschläge zu ergänzen, also Assets oder Risiken ergänzen oder zu ändern. Genau.
So, und die Ausgabe des Programms oder des ganzen Prozesses sieht dann wie folgt aus. So, wir haben jetzt eine Übersicht. Hier mal eine Risikomatrix. Auf der Y-Achse haben wir die Eintrittswahrscheinlichkeit und auf der X-Achse die Schadenshöhe. Je nachdem, welcher Bereich hier gerade ausgewählt ist, werden die entsprechenden Risiken angezeigt. Natürlich auch die betroffenen Assets und die von uns vorgeschlagenen Maßnahmen. Dazu hat der User immer die Möglichkeit, mehr über diese Maßnahme zu erfahren. Diese Ausgabe oder diese Übersicht lässt sich natürlich auch leicht exportieren oder anders darstellen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Fragen? Keine, vielen herzlichen Dank. Sehr schön. Ja, hallo zusammen, wir sind die Gruppe Peer und wir haben uns so vorgestellt, unseren Prototypen anhand eines Rollenspiels vorzustellen, also unseren Papierprototypen. Da möchte ich gerne euch die Situation gerade erklären, die wir uns vorgestellt haben zum Rollenspiel. Das ist zum einen unser Kunde, beziehungsweise der Ingenieur ist, spielt der Tim unter Karl Koch, ist der Name. Hallo. Und unser Berater, der jetzt für die Assessec arbeitet, wäre jetzt der Dennis, der unter Dennis Albrecht. Genau. Und wir haben uns überlegt, wir wollen eben ein Tool entwerfen, was eben KMUs dabei helfen soll, so in Zeiten von Industrie 4.0 Sicherheitsrisiken durch ein fortlaufendes und reproduzierbaren Ansatz zu bewerten zu können. Also und das anhand und was Dennis vielleicht euch erklären wird. Genau. So, schönen guten Tag, Herr Koch. Wir hatten telefoniert, Firma Assessec, Dennis Albrecht. Ja, Sie wollten mir heute Ihr Tool vorstellen. Genau, richtig. Sie möchten in Industrie 4.0 einsteigen. Genau. Ich bin gut, dann gehen wir jetzt am besten in mein Büro, weil ich habe gerade noch extrem viel in der Produktion zu tun. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit dafür. Alles klar. Ich weiß, es ist ein wichtiges Thema. Ich habe eine Präsentation für Sie vorbereitet. Okay. Wunderbar. Also, wir stellen Ihnen heute unser Tool PeerSec vor. Das Tool basiert auf einer künstlichen Intelligenz, die heißt Luna. Das ist unser Chatbot. Okay. Und mit dem interagieren Sie quasi durchgehend und immer. Der unterstützt Sie während dem ganzen Prozess bei der Risikoanalyse und bei der Erfassung der Vermögenswerte. Okay. Grundsätzlich wird sich bei dem Tool angemeldet, wie Sie hier sehen, mit Ihrem Username und Ihrem Passwort. Da haben Sie Zugriff, damit tun Sie sich authentifizieren in Ihrem Tool. Okay. Und Sie bekommen auch eine TAN auf Ihr Handy geschickt per SMS. Ah, okay. Das ist als Grund der Sicherheitsvorkehrung, um sich dort anzumelden, damit ein Tool zu arbeiten. Okay. Unsere künstliche Intelligenz, die Luna, unser Chatbot, der, wie gesagt, unterstützt Sie bei allen Aufgaben. Der hat auch eine Funktion, Pop-Up-Meldungen in unserem Tool, sag ich mal, aufploppen zu lassen, in denen er Ihnen einfach Tipps gibt, wie zum Beispiel, dass Sie Ihre Passwort bitte alle 90 Tage ändern, um Sie einfach an das Thema IT-Sicherheit einfach heranzuführen. Okay. Dann müssen Sie natürlich Ihre Vermögenswerte bestimmen mit unserem Tool in Ihrem Unternehmen. Da hilft Ihnen die Luna in Form eines, sage ich mal, Interviews, indem sie Ihnen Fragen stellt. Oh, okay. Das sind ganz normale Fragen, die können Sie leicht beantworten, auch ohne IT-Security-Know-how. Okay. Anhand diesen Fragen werden dann diese Vermögenswerte bestimmt in Ihrem Unternehmen. Und genau. Könnte ich dazu vielleicht eine Frage stellen? Ja klar, bitteschön. Ich habe jetzt eigentlich nicht so viel Lust, den ganzen Tag irgendwelche Fragen zu beantworten oder das wochenlang zu machen. Wie funktioniert denn das, wenn ich meine Fragen nicht beantworten kann oder wenn die Fragen so kompliziert gestellt werden? Gute Frage. Also falls es mal vorkommt, also denkt man natürlich nicht bei Luna, dass das mal passiert, aber wenn doch, haben wir eine nette Funktion eingebaut. Da können Sie über die Luna ein Support-Ticket eröffnen an unsere Beratungsfirma. Wir helfen Ihnen dann da gerne weiter. Ah, okay. Genau. Das heißt, ich kann Sie dann einfach anschreiben oder über Genau, richtig. Sie erreichen uns, genau. Okay. Genau, und dann, wir waren bei den Vermögenswerten, wenn die bestimmt sind, dann sehen Sie hier, haben Sie hier eine Übersicht, Kundendaten und Produktionsdaten und ob Sie dann zum Beispiel aus dem Unternehmen heraus zugreifen, ob Sie Homeoffice machen, das macht nämlich auch einen Unterschied in der Datensicherheit. Okay. Das haben Sie dann hier, können Sie dann hier quasi auswählen. Dauert das lange, bis man zu dem Punkt kommt? Also das Anlegen der Vermögenswerte durch die Fragen dauert 1 bis 2 Tage ungefähr. Okay. Genau. Und nach dem Anlegen müssen Sie die Risiken bewerten von Ihren Vermögenswerten.
Das passiert auch wieder anhand der Luna. Die führt mit Ihnen auch ein kleines Interview quasi über die einzelnen Vermögenswerte. Und anhand dieser Fragen führt dann auch diese Risikobewertung durch. Ah, okay. Das heißt, es ist ungefähr so, wie es hier in dem Beispiel steht, oder? Genau, richtig, richtig. Okay. Ja, fragt Sie die Luna eine ganz normale Frage, auf die Sie natürlich auch einfach ganz normal eine Antwort wissen. Und die wertet das dann aus. Oder Sie können zum Beispiel auch mit vorgefertigten Antworten Ihre Antwort treffen. Und anhand diesen Daten wird dann quasi das Risiko bestimmt. Ah, okay. Genau. Und wenn Sie dann in dem Menü, das ich Ihnen vorhin gezeigt habe, zum Beispiel auf ein gewisses Asset klicken, dann finden Sie diese Übersicht zum Beispiel, wie Sie hier sehen. Da wird unser Risiko anhand eines Ampelsystems dargestellt. Rot bedeutet in dem Fall kritisch zu betrachten, gelb, dass es bedenklich ist und grün, dass es unbedenklich ist, okay. Das Sicherheitsrisiko. Und was mache ich dann, wenn das zum Beispiel rot ist? Dann sind Sie hier, ist wieder die Luna wieder für Sie da und informiert Sie über die Gegenmaßnahmen, die Sie durchführen können, okay. Um quasi das Sicherheitsrisiko zu mindern. Okay. Genau. Nochmal kurz zum Verständnis, also ich gebe dann die ganzen Daten ein mit der Luna und bekomme ich dann nur diese Ampel raus oder gibt es da noch mehr Funktionen, die ich bekommen könnte? Es wird auch anhand dieser Risikobewertung mit einem Report erstellt automatisch, also ein Bericht, okay. Und wird es dann auch nochmal genauer erklärt ist mit den Maßnahmen, die Sie dann durchführen. Ah, okay. Genau, genau. Und das scheint ja so eine Art laufendes Ding zu sein. Ich meine, wir sind ein mittelständisches Unternehmen. Hier können sich viele Sachen schnell kurzfristig ändern und langfristig auch bleiben. Was ist, wenn ich das vergesse, soll irgendwie einzutragen und es dann trotzdem irgendwie sicherheitskritisch ist? Gute Frage, daran haben wir auch gedacht. Unsere Luna hat sogar eine, sag ich mal, eine Erinnerungsfunktion, wie Sie hier sehen. Angenommen, Sie haben zum Beispiel ein Sicherheitsrisiko, das kritisch ist und Sie haben zurzeit zum Beispiel viel zu tun. Okay. Und es steht auf kritisch, dann erinnert Sie die Luna daran, dass dieses Sicherheitsrisiko schon seit 30 Tagen kritisch ist. Und dann erinnert Sie quasi selbstständig daran, sich bitte darum zu kümmern und diese Gegenmaßnahmen durchzuführen. Oder auch wenn Sie zum Beispiel, was Sie jetzt gesagt haben, zum Beispiel Änderungen unternehmen. Wenn Sie zum Beispiel 6 Monate keine Änderungen mehr auch vorgenommen haben, erinnert Sie Luna auch daran. Also die versucht Sie da wirklich selbstständig an das System heranzubringen und... Okay. Dass Sie sich da um so wenig wie möglich kümmern müssen. Das heißt, muss ich dann das Programm immer aufmachen und gucken, ob Luna mir was sagt? Oder? Nee, da haben wir auch schon eine Lösung. Und zwar kann Sie Luna auch jetzt gerade zum Beispiel bei diesen Erinnerungsfunktionen auch per SMS benachrichtigen. Ah, okay, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ja. Ich muss jetzt leider auch direkt wieder weiter. Ich finde, das ist auf jeden Fall eine spannende Sache. Ich bin überrascht, wie einfach das auf einmal geht. Wir würden uns auf jeden Fall nochmal bei Ihnen melden und Ihnen dann sagen, wie wir das denn bei uns einführen würden. Alles klar, super. Vielen Dank für Ihre Zeit. Kein Problem. Ciao, ciao. Ciao. Fragen? Ganz kurz, der Dennis hat es falsch gesagt, also das dauert vielleicht 1-2 Stunden, aber kein 1-2 Tage. Da müssen wir uns auch drüber informieren. Ja, praktisch machen. Wir hatten vorhin gesagt, 1-2 Tage. Schätzungsweise. 1-2 Stunden. 1-2 Stunden. Ja. Noch Fragen? Anmerkung oder Frage, ja. Sind Sie eine Produktfirma, die ein Produkt verkauft oder eine Consulting-Firma? Wir vertreiben das Produkt und bieten dann auch den kleinen mittelständischen Unternehmen Support an, gerade über dieses Ticketsystem, das wir jetzt vorgestellt haben. So war der Gedanke. Okay. Die Grundidee ist auch bei der vorherigen Gruppe, der Kunde hat immer irgendein Problem und was will er für dieses Problem? Eine einfache Lösung. Genau, das ist das entscheidende Punkt. Er will eine Lösung. Und was will er nicht? Mehr Probleme. Ja, und er will nicht ein Tool. Ja? Das Tool ist vielleicht Teil der Lösung. Aber es gibt immer dieses Matching, Problem und Lösung. Deswegen finden Sie bei vielen Webseiten von Firmen, die auch ein Produkt verkaufen, da steht drin Unternehmen, bla bla, Kontakt, und dann steht da Lösung. Mhm. Ja? Also das müssen Sie ja hinkriegen. Und Sie haben, und auch die anderen, sind direkt mit dem Tool eingestiegen. Sie haben sich darauf eingelassen, aber bei einer in einem realen Beratungsprozess, wenn ich mir sage, löse mein Problem, dafür kriegst du Geld. Und wenn da ein Tool natürlich mit dabei ist, okay, aber ich will eigentlich nicht ein Tool kaufen. Also Sie meinen jetzt, dass zum Beispiel der Support ist ja nicht das Tool zum Beispiel, sondern das auch Teil der Lösung aber quasi, so meinen Sie das? Genau, okay. Die Frage ist natürlich, ja, also vielleicht muss man früher anfangen mit anderen Dingen, also dieser Beratungsprozess. Ja. Also es muss klarer sein, wie das Tool die Lösung liefert. Ja, ob sie jetzt einen Bot da drin haben, ist ja irgendwie ein nice Feature, aber ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Also ist immer, das machen auch viele Erfahrene, die immer noch falsch, ja, aber wirklich immer problemlösungsorientiert denken. Aber wie gesagt, das Tool ist ja dann Teil der Lösung. Ja. Ja.
muss ich auch fairerweise sagen, dass ich das auch gefordert habe, dass sie ein Prototype liefern. Also dass sie auch den Fokus auf ein Feature-Set legen, was das Problem lösen kann. War auch mehr so eine generelle Anmerkung zu dem, also insofern keine Kritik in dem Sinne. Mhm. Gut, okay, vielen Dank. Okay, dann auch von uns, hallo und herzlich willkommen. Unser Team hat sich auch ja einige Gedanken gemacht, wie wir das Ganze umsetzen, und wir haben auch einen ersten Prototypen entworfen, den wir jetzt vorstellen wollen. Das Ganze wollen wir mit ja einem kleinen Rollenspiel auch verbinden, in dem ich heute ja Peter bin, Timo ist heute Ali. Ich bin Produktionsleiter und er ist der IT-ler aus unserer Firma, und mehr will ich gar nicht sagen. Genau, zunächst. Also das ist Peter, er ist Produktionsleiter bei der Pack GmbH. Er wurde von der Geschäftsführung beauftragt, sich mit IT-Sicherheit zusammenzusetzen, und zur Beratung zieht er einen Kollegen aus der IT-Abteilung hervor. Ja. Hallo Ali. Servus Peter. Danke für deine Zeit. Mein Chef hat mich nämlich beauftragt, mich mit IT-Sicherheit auseinanderzusetzen, und damit kenne ich mich ja nicht so gut aus. Ich habe ein bisschen recherchiert und ein kleines Tool gefunden, das ich dir gerne mal zeigen würde und dich bitten würde, mir da ein bisschen unter die Arme zu greifen. Deswegen. Ja klar, komm mal her. Cool. Peter führt Ali zu seinem Computer und startet die Software. Gut, dann lass uns das doch mal anschauen. Gut, wenn ich mir so die Beschreibung der Modi durchlese, würde ich jetzt erstmal sagen, wir fangen einfach mal mit dem Standardmodus an. Mal schauen, was der so zu bieten hat. Wieso nicht? Und so ein Netzwerkscan ist bestimmt auch sehr sinnvoll. Was genau ist denn ein Netzwerkscan? Das kannst du dir ungefähr so vorstellen: Du durchsuchst das Netzwerk von deinem Unternehmen, von deiner Firma, und schaust, was für Geräte es gibt. Also welche Computer, welche Maschinen und so weiter. Genau. Ja, das klingt doch schon mal nicht schlecht. Dann würde ich sagen, lass uns einfach mal starten. Oder? Alles klar. Ali wählt den Standardmodus und die Option Netzwerksuche. Und der Entwurfseditor öffnet sich. Ach du meine Güte, Ali, was ist das denn alles? Wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, hat Ähnlichkeiten mit einem Plan von deinem Netzwerk, von deinem Produktionsnetzwerk. Viele Symbole hier kenne ich aus der Netzwerktechnik. Hier zum Beispiel das Symbol vom Switch oder von der Firewall oder einem Router. Und die anderen Sachen, klar, das hier könnte eine Maschine darstellen möglicherweise, oder das hier ein Benutzer. Und da hat er irgendwas nicht erkannt, was das sein soll. Das müssen wir uns nochmal genauer angucken. Ali fährt mit der Maus über das unbekannte Gerät. Ein Tooltip mit technischen Informationen über das Gerät. IP-Adresse, MAC-Adresse. Wir haben bestimmt irgendwo protokolliert, welches Gerät hier unter dieser IP-Adresse bei uns im Netzwerk zur Verfügung steht. Lass mich kurz in meine Liste schauen. Das ist eine Produktionsanlage, die dafür zuständig ist, Gehäuseteile zu lackieren. Ich würde sagen, wir passen das einfach Teil mal an. Produktion, ja. Dann klicken wir hier mal drauf. Ali klickt auf das Symbol und eine Bearbeitungsmaske öffnet sich. Er trägt relevante Informationen ein und speichert sein Werk ab. Oh, Ali, das Fragezeichen ist verschwunden. Jetzt kann ich ja unsere gesamte Produktionsstraße erkennen. Das kommt mir sehr vertraut vor, ja. Es scheint vollständig zu sein, wobei arbeiten an dieser Maschine nicht auch unsere Mitarbeiter, genauso wie hier unten? Müssen wir nochmal angucken, aber es kann gut sein, dass es beim Netzwerkscan nicht erkannt wurde und dass wir das manuell einfügen müssen. Wenn ich hier oben gucke, das sieht so aus, als könnte man hier verschiedene Komponenten manuell hinzufügen. Ali fügt per Drag and Drop einen Benutzer manuell hinzu und setzt ihn mit einem Datenfluss-Connector in Verbindung mit dieser besagten Maschine. Das schaut doch gut aus. Ich denke, jetzt müsste das auch vollständig sein. Aber Ali, das kenne ich doch schon. Was hat uns das jetzt gebracht?
Jetzt müssten wir gucken. Normalerweise hat so ein Tool bestimmt irgendeine Analysefunktion, wo uns dann irgendwelche Schwachstellen aufzeigen kann. Nach einem kurzen Blick in das Benutzerhandbuch klickt Ali auf den Button Analyse, um sich potenzielle Sicherheitsrisiken anzeigen zu lassen. Ali, was ist das denn schon wieder? Das sieht ja scheußlich aus. Also rein von der Schlussfolgerung her würde ich jetzt behaupten, das sind alles mögliche Gefahrenquellen, wo möglicherweise Sicherheitslücken auftreten können. Okay, und muss ich davor jetzt Angst haben, oder? Das müssen wir uns jetzt nochmal im Detail anschauen, würde ich sagen. Ali hauert über eines der Ausrufezeichen. Es erscheint erneut ein Tooltip mit Informationen über mögliche Risiken. Eingriff durch Unbefugte. Wird das nicht eigentlich durch unser Anmeldeverfahren ausgeschlossen? Genau, das heißt, Anmeldeverfahren ist genau das, was hier mit Autorisierung gemeint ist. Also im Grunde, das ist bei euch schon gelöst. Hier könnten, das heißt, den ersten Punkt hier auf der Liste könnten wir außen vor lassen. Das klingt ja schon mal gut. Die beiden schauen sich gemeinsam die restlichen Risikoquellen an und entscheiden sich dafür, eine Security-Firma für die Behebung der Probleme einzustellen. Gut, und das wäre von unserer Seite auch gewesen. Wir haben, wie ihr am Anfang gesehen, haben wir noch eine zweite Option, die Experten-Modus, geplant. Und da soll quasi einfach hier diese möglichen Risiken sollen dann nicht durch nicht so einfach beschrieben sein, sondern halt möglichst detailliert, möglichst aussagekräftig, aber dementsprechend nicht mehr für Laien so leicht zu verstehen. Genau, das wäre es von unserer Seite aus auch gewesen. Fragen? Janis? Ich finde, ihr habt das sehr gut gemacht, es war leicht verständlich, habt da echt Mühe gegeben. Mir hat es echt gut gefallen. Dankeschön. Danke. Du wolltest was sagen? Erstmal ein Lob, also wirklich sehr gut, fand ich auch sehr überzeugend, muss ich sagen. Aber so ein Netzwerk kann schon sehr komplex sein und auch durch virtuelle LANs und sowas untergliedert sein. Wie kann man dann praktisch Zugriff auf alle LANs haben? Das müsste man halt gucken, dass es in dem zu schützenden Netz durchgeführt wird, also dieses Tool gestartet wird, diesen Netzwerkscan. Alternativ, wie gesagt, man kann auch komplett manuell dann neue Teile hinzufügen, dass man halt mehrere Segmente macht, zum Beispiel. Aber der Plan war, dass halt dann immer in dem Netz durchgeführt wird, das zu schützen ist. Im Netzbereich. Ja, das ist schon eher für größere KMUs jetzt, oder? Weil wenn ich mir jetzt wirklich einen kleinen, richtig, richtig kleinen Laden vorstelle, der sowas gerne alles hat, der hat wahrscheinlich auch keinen IT-Experten. Da müsst ihr eine Beratungsfirma holen, oder? Wie ist die Frage, ob das so ein richtig, richtig, richtig kleiner Laden überhaupt braucht? Ja, das ist halt die Frage, ob dann für so einen 20-Mann-Betrieb sowas notwendig ist. Und ich glaube, die meisten größeren haben wenigstens schon irgendeinen Ansprechpartner in dem Bereich. Ja, noch ein Fall. Aber ohne IT-Unterstützung wäre es nicht zu bedienen. Also so. Wenn sich die Person ein bisschen im Netzwerkbereich auskennt, würde ich sagen, schon mit Hilfe vom Benutzerhandbuch, wenn man das richtig formuliert. Aber ja, also so komplett ohne IT-Kenntnisse wird es sehr schwierig. Ja. Genau. Okay, vielen Dank. Hallo erstmal, wir sind Team 4.0. Wir bestehen aus Kevin, Arif, Onak und Type. Und wir haben uns Folgendes für die Challenge überlegt. Wir fangen mit einer User Story an, erklären kurz im Groben, was wir uns vorgestellt haben, was für einen Lösungsansatz und dann anhand eines Paper Prototypes im Detail. So, wie können wir Karl helfen? Karl möchte eine Risikoanalyse durchführen. Dafür müssen erstmal Daten identifiziert werden, wie Vermögenswerte und Risiken. Und Kollegen identifizieren gemeinsam die Vermögenswerte, Risiken anhand von einer Bilanz, einer Liste, stellen Fragen. Und geben diese Daten in dieses Collaboration Tool ein. Im Collaboration Tool ist ein Formular, ein vordefiniertes Formular. Dieses Formular greift auf eine Datenbank zu
in der schon Daten liegen, verfügbare Daten, branchenübliche Vermögenswerte. Die kann man auswählen oder man kann selbst Daten eingeben. Diese Daten werden dann verarbeitet im Collaboration Tool. Es erfolgt die Risikoanalyse und danach erfolgt die Datenauswertung in Form einer Risikomatrix. Das heißt für jeden leicht verständlich, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht. Somit sieht Karl und seine Kollegen direkt auf einen Blick, welche Vermögenswerte betroffen sind, welche Risiken gibt es, wo besteht Handlungsbedarf. Und am Ende wird eine Handlungsempfehlung gegeben. Und man kann diese Maßnahmen dann direkt umsetzen. So, im nächsten Schritt werden wir den Paper-Prototype vorstellen, in Form eines kleinen Rollenspiels. Da drehen wir das um. Dann legen wir mal los. Hallo, ich bin Karl, 38, Maschinenbau aus Leidenschaft. Ich arbeite bei der Produktions GmbH, ein Kunde von der Romag AG. Ich soll eine Risikoanalyse durchführen, zumindest hat das mein Chef gesagt. Dementsprechend folge ich auch dieser Anweisung. Wir haben vom Team 4.0 ein Collaboration Tool zur Seite gestellt bekommen, mit dem wir eine Risikoanalyse angeblich einfach und schnell durchführen können. Ich bin skeptisch, aber schauen wir mal. Dieses Collaboration Tool bietet eine Risikoanalyse ohne Hilfe und Mithilfe an. Das heißt, ich kann eine Risikoanalyse ohne Hilfe selbstständig durchführen oder mit Hilfe, mit freundlicher Unterstützung der SSEC GmbH. Das Collaboration Tool, falls ich eine Hilfe benötige, gehe ich auf den Reiter Mithilfe und dort kann ich einen Berater anfunken. Ich kann ihn über Chat erreichen, telefonisch, kann einen Termin mit diesem Berater vereinbaren, wenn ich das möchte. Aber dieses Mal versuche ich das ohne Hilfe. So, wir gehen also ohne Hilfe in die Risikoanalyse. Dieses Tool ermöglicht mir und meinen Kollegen gleichzeitig eine Risikoanalyse zu erstellen. Das ist bahnbrechend. Das gab es vorher so noch nicht. Heißt es. Ich und mein Team werden jetzt erstmal die Vermögenswerte analysieren, die Risiken analysieren, gemeinsam. Das ist effizient, das ist produktiv. Das heißt, nicht nur der IT-Verantwortliche oder der Sicherheitsbeauftragte oder die Person, die sich im Unternehmen dazu befugt fühlt, muss das machen oder kann das machen. Nein, wir können alle Leute mit einbinden, die das machen möchten, die sich dazu befähigt fühlen. Somit geschieht dieser Prozess mit einer höheren Geschwindigkeit als alleine. Und es kommen wesentlich mehr Informationen zustande, als wenn das nur eine Person macht. Was haben wir denn jetzt hier gefunden? Eine CNC-Maschine, die T3000, gehört zu unseren Vermögenswerten und ein Server. So, dann haben wir noch das Risiko. Bei der CNC-Maschine wäre das die Software, die von innen manipuliert werden kann. Und beim Server wäre es ein DOS-Angriff. Das ist schon mal sehr interessant. Die Eintrittswahrscheinlichkeit ist in diesem Tool als Parameter hinterlegt. Das finde ich sehr gut. Das erleichtert mir nämlich die Arbeit und ich muss nicht erstmal recherchieren, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit wäre. Dann das Risikoausmaß müssen wir feststellen, wie hoch also, Schadensausmaß müssen wir natürlich feststellen, da wir die Firma sind und wir wissen, wie lange beispielsweise oder wie groß der Schaden bei einem Ausfall einer CNC-Maschine wäre.
Dementsprechend können wir dann hier das Schadensmaß festlegen, entweder mit niedrig, mittel oder hoch, oder es einfach beziffern. Daraus resultiert dann die Risikobewertung. Das heißt, dieses Collaboration-Tool muss man im Endeffekt mit muss man die Daten füttern und die Analyse wird vom Collaboration-Tool übernommen. Als Output erhalten wir eine wunderschöne und verständliche Risikomatrix. Hier haben wir jetzt die Bewertung für unsere CNC und unseren Server vermerkt. Und zwar sehen wir bei der 1, die CNC-Maschine, da ist die Schadenshöhe groß, jedoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit gering. Und beim Server ist es in beiden Fällen hoch. Da besteht also Handlungsbedarf. So, ich weiß jetzt aber nicht genau, was ich machen soll. Und meine Kollegen ebenfalls nicht. Ja, das ist auch kein Problem. Das Tool bietet eine Handlungsempfehlung. Ja? Somit kann ich direkt sehen, was genau gemacht werden muss. Die CNC-Maschine wird oder kann oder sollte durch ein Passwort geschützt werden. Faszinierend. Darauf wäre ich nicht gekommen. Aber durch das Collaboration-Tool weiß ich das jetzt. So, und der Server, hier steht Skalierung erhöhen. Darauf wäre ich auch nicht gekommen. Somit hat mir das Collaboration-Tool geholfen, die Risiken in meinem Unternehmen, beziehungsweise im Unternehmen, wo ich arbeite, zu identifizieren und direkt Maßnahmen einzuleiten. Vor allem kostengünstig. Also ein Collaboration-Tool ist durchaus auch als Open Source realisierbar oder es wird von fleißigen Studenten der Hochschule Mannheim entwickelt. Ja, somit wäre mir geholfen, meinen Kollegen auch und wahrscheinlich auch jeden, der dieses Tool einsetzen wird. Ja, das war's aber noch nicht. Also wenn ihr denkt, das war's, kann ich euch enttäuschen. Nein, muss ich euch leider enttäuschen. Wir haben uns noch eine Idee überlegt, die wir aber aus zeitlichen Gründen leider nicht mehr zu Papier gebracht haben. Und zwar wäre das eine Lösung durch Amazons Alexa, oder zumindest mal die Engine. Wir könnten Skills entwickeln, womit wir Alexa füttern, indem wir einfach sagen, Alexa, ich würde jetzt gerne eine Risikoanalyse starten für einen Vermögenswert. Dann fragt mich Alexa, welcher Vermögenswert soll das sein? Dann sage ich, eine CNC-Maschine vom Typ T3000, wie auch immer. Dann fragt mich Alexa, was das Risiko wäre, in diesem Fall ein Feuerausbruch. Dann kann ich weiterhin die Wahrscheinlichkeit eingeben oder Alexa die Wahrscheinlichkeit mitteilen und die Schadenshöhe. Dies wird dann parallel in eine Datenbank eingetragen und am Ende bekomme ich von Alexa gesagt, wie hoch da die wie hoch da das Risiko für dieses Event wäre. Innovativ, durchaus. Aber wir müssen noch schauen, ob das auch so umsetzbar ist. Hört sich aber schon mal gut an. Nun gut, ich erzähle jetzt nicht mehr weiter. Das war's. Fragen? Was wäre jetzt der Vorteil von der Alexa? So wie ich es verstanden habe, ist ein natürlich sprachiges Interface statt. Also es wäre auf jeden Fall mal visionär. Ich denke nicht, dass es aktuell auf dem Markt ein vergleichbares Produkt gibt. Und es wäre eine weitere Möglichkeit, wie man eine Risikoanalyse durchführen könnte. Wenn man aber den Gedanken weiterspinnt, kann man natürlich auch wesentlich mehr damit machen. Es ist ja ein mächtiges Tool, sage ich mal, oder eine mächtige Möglichkeit. Also es wäre auf jeden Fall visionär. Man muss nur schauen, ob die Usability auch gewährleistet ist. Das heißt, deprimierend wäre es natürlich, wenn man öfters eine Sprachangabe macht und die Alexa es nicht versteht. Aber ich denke, das wird man auch nur in den Griff kriegen können. Visionär wäre es auf jeden Fall. Das muss da jeder für sich selbst entscheiden, ob er so etwas einsetzen möchte oder es mal wenigstens ausprobieren möchte. Ich habe auch noch eine Frage. Also ist es das gleiche Prinzip wie ein Chatbot, nur andere Eingabe? Also ja, in dem Fall wäre das eine Spracheingabe. Ich weiß nicht genau, welchen du jetzt meinst oder auf welche Art und Weise. Die hatte doch ein Chatbot, oder? Ja, so ja, war schriftlich, oder? Genau, also, unser Chatbot war Text. Also jetzt, also ist noch nicht weitergedacht, also ist ein Prototyp war textuell, aber kann man natürlich auch mit Sprache umsetzen. Ja, das wäre dann sozusagen die Low-Tech-Variante und das von uns wäre halt die High-Tech-Variante. Aber was ist der Vorteil? Also ich meine, wo besteht der Vorteil? Der Vorteil ist schlicht und einfach, dass ich in meinem Büro sitze oder gerade Kaffee koche und
mir fällt ein, ich würde gerne eine Drüsenanalyse machen. Von der einen Maschine, die ich letztens noch gesehen habe. Daraufhin kann ich ordentlich Kaffee kochen, mit Alexa sprechen und diese Idee direkt umsetzen. Ich müsste mich also nicht hinsetzen und eine Analyse durchführen. Das könnten wir natürlich mit dem Collaboration Tool, das wir hier entwickelt haben. Was wunderbar ist, aber das wäre eine visionäre Möglichkeit. Eine zweite Frage. Was war jetzt Ihre Rolle? War Sie jetzt Ihre Rolle der Karl Maschinenbauer, der keine Ahnung hat? Oder sind Sie der Vertriebsgeist? Nein, ich war Karl, der leidenschaftliche Maschinenbauer, der sich damit dann beschäftigt hat und so fasziniert war von diesem Tool, dass ich Feuer und Flamme bin. Es kann ja schon sein, ich meine. Okay. Gut gewunden. Ja. Okay, vielen Dank.